Hallo und herzlich willkommen bei dem Monatshoroskop für den Februar in 2021. Wenn du deinen Aszendenten noch nicht kennst, denn dieses Horoskop ist für den Aszendenten Wassermann, dann klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link, wo du erfährst, wie du ihn dir selber berechnen kannst. Ansonsten möchte ich dich gleich am Anfang darauf aufmerksam machen, dass du die Gelegenheit hast, in diesem Monat dein vedisches Beruf- und Berufungshoroskop mit 20% Rabatt zu erwerben. Ist das Thema Beruf interessant für dich oder möchtest du einfach wissen, was dein individuelles vedisches Horoskop zu deiner Berufung zu sagen hat? Dann klick bitte unterhalb dieses Videos auf den entsprechenden Link, um dich dort näher zu informieren. Doch jetzt legen wir los und wir sehen gleich in deinem Aszendenten ganz, ganz viele Planeten. Sie haben sich heute bzw. in diesem Monat verabredet in deinem Aszendenten im ersten Haus und somit spielen die Bereiche des ersten Hauses eine sehr wichtige Rolle für dich in diesem Monat. Und so hebe ich mir diese Deutungen auch zum Schluss auf und gehe vorerst auf die anderen Planeten ein. Und da sehe ich zum Beispiel den Mars in deinem vierten Haus. Der Mars und das vierte Haus haben Gemeinsamkeiten. Beide stehen für dein Zuhause und für Immobilien. Der Mars steht aber auch für Reparaturen, für Probleme. Und so kann es sein, dass sich in deinem Zuhause, dass es um Reparaturen geht, dass du etwas wieder in Ordnung bringen musst. Der Mars steht für Gefühle, die mit Ärger, Zorn und Frust zu tun haben. Und das vierte Haus steht für deine Gefühle und steht für deine Bedürfnisse und steht für deine wahren inneren Wünsche. Und so kannst du in diesem Monat mehr mit Frust und Ärger zu tun haben. Das vierte Haus steht aber auch für die Mutter und für mutterähnliche Personen. Und auch hier kann es zu Auseinandersetzungen oder zu Konflikten kommen. Und wenn dem so ist, dann achte dabei darauf, dass du sie auf eine konstruktive Art und Weise austrägst. Probleme wird es immer geben. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen und wie wir damit mit anderen in Kontakt gehen. Gut, im nächsten Haus hast du den Mondknoten Rahu. Bei allem, was Rahu berührt, erzeugt er Stress. Erzeugt er Unzufriedenheit, erzeugt er Richtungslosigkeit, erzeugt er Illusionen. Und letztlich soll das dazu führen, dass du in seinen Bereichen noch besser wirst, dass du hier etwas dazulernst. Das fünfte Haus steht für Kinder. Also entweder eine mehr stressige Zeit für Kinder oder im Umgang mit Kindern. Das fünfte Haus steht aber auch für deine Inspirationen und das fünfte Haus steht dafür, wie du dein Leben gestalten möchtest. Das Ausland, das Leben im Ausland kann hierbei jetzt eine wichtigere Rolle für dich spielen. Das fünfte Haus steht ebenso für spirituelle Praktiken. Ja, die erfüllen dich vielleicht nicht so ganz oder du möchtest diesbezüglich jetzt etwas ändern. Und das fünfte Haus steht für deine Talente und für deinen kreativen Ausdruck. Auch hier bist du nicht so zufrieden mit deinen Talenten, mit deiner Kreativität. Doch auch das kann dazu führen, dass du nach Wegen und Mitteln suchst, um darin wieder besser zu werden. Das fünfte Haus steht für Investition und Spekulation, der Rahu für Illusion. Keine gute Zeit für Investition oder Spekulationen. Oder wenn du das unbedingt jetzt machen musst, dann sei dabei wirklich sehr, sehr vorsichtig, denn es kann dir ansonsten geschehen, dass nach einer Weile du hier klarer sehen kannst und plötzlich merkst du, hoppla, was habe ich da getan, in was habe ich da investiert? Das war vielleicht gar nicht so gut. Das ist Rahu seine vernebelnde Art, die jetzt eben in diesen Bereichen wirkt. Das fünfte Haus steht auch für Affären und Rahu für weltliche Wünsche. Auch das ist keine gute Art, wie du den Rahu ausleben solltest, denn diese Form von, ja, Form, man kann gar nicht Beziehung dazu sagen, führt letztlich verspätet immer zu Problemen und Schmerzen, die dann wiederum aufgearbeitet werden sollen. Und Rahu steht ja für weltliche Lust.
aber der sollte nicht immer nachgegeben werden. Und wenn, dann nur, wenn es um etwas Gutes geht, ja, womit du dich und andere nicht verletzt. Gut, im gegenüberliegenden Haus, im 11. Haus, haben wir den Mondknoten Ketu. Ketu möchte etwas abschließen, etwas vollenden in den Bereichen des 11. Hauses. Da geht es um deine größten Ziele, deine größten Ambitionen und Wünsche. Es geht auch um, ja, Gewinne, das Erzielen von Gewinnen, die über das notwendige Maß des Lebensunterhalts hinausgehen. Das 11. Haus steht für Freunde, für ältere Geschwister, für Gruppen, Vereine und Gleichgesinnte. Und in diesen Bereichen, wenn du dort offene Projekte hast, dann entweder setz sie um, beende sie. Du hast auch noch eine Weile dafür Zeit, denn die Mondknoten begleiten dich das ganze Jahr noch in diesen Häusern. Oder lasse die Themen, Projekte, die gar nicht mehr so wichtig sind für dich, lass sie los. Also du kannst diese Vollendungsenergie gut benutzen, um auch große, wichtige Ziele jetzt für dich abzuschließen. Es kann auch bedeuten, dass du dich von bestimmten Gruppen, von bestimmten Menschen löst, dich zurückziehst, ja. Dann ist da auch Karma abgelaufen. Ketu hat mit viel Karma zu tun. Dann hast du dort die Rechnung mit bestimmten Menschen oder Gruppen beglichen und dann kannst du anderweitig vorwärts marschieren. Ansonsten hat der Ketu auch mit Spiritualität zu tun, mit Astrologie zu tun, sodass du dich jetzt auch lieber mit Gruppen oder mit Menschen oder mit Gleichgesinnten aufhältst, die spirituelle Interessen haben oder die sich sogar der Astrologie widmen. Ja, und jetzt zu deinem ersten Haus. Für was steht das erste Haus? Das erste Haus bist du. Das erste Haus ist dein Körper. Das erste Haus ist dein Lebensweg, deine Lebensausrichtung. Diese Themen stehen absolut im Vordergrund in diesem Monat durch die vielen Einflüsse, die hier auf dieses Haus einwirken. Also du bist sehr fokussiert, sehr zentriert auf dich selbst und auf deinen Lebensweg in diesem Monat. Der Mars, Entschuldigung, nicht der Mars, der Saturn ist im ersten Haus zu finden. Saturn regiert ja über das Zeichen Wassermann. Also ist Saturn dein Aszendentenherrscher, der dich und deinen Lebensweg am zweitbesten beschreibt. Und jetzt sitzt er im Aszendenten. Das bedeutet noch einmal eine Verstärkung dessen, dass es jetzt viel um dich, deine Entwicklung und um deine Lebensausrichtung geht. In Verbindung mit was? In Verbindung mit den Bereichen, für die Saturn steht. Saturn regiert ja auch noch über das 12. Haus. Und die Gemeinsamkeit, die Saturn mit dem 12. Haus hat, ist zum einen Isolation, Rückzug, Verluste, Trennungen, Ausgaben, Kosten, das sind jetzt Bereiche, die mehr mit dir verbunden werden. So möchtest du dich vielleicht auch öfters zurückziehen, möchtest dich auch öfters isolieren, brauchst Zeit für dich alleine. Positiv nutzt du dieses 12. Haus, indem du dich um deine spirituelle Entwicklung bemühst oder indem du meditierst. Dann haben wir den zweiten karmischen Planeten, den Jupiter darin. Der Jupiter steht bei einer Frau für den Partner. Also du kannst jetzt, wenn du in einer Beziehung bist, kann der Partner eine größere Rolle für dich spielen. Du kannst Unterstützung von ihm erhalten. Wenn du Kinder hast, dann kannst du jetzt auch mit Kindern enger verbunden sein oder auch von Kindern Unterstützung erhalten. Es kann auch sein, dass ein spiritueller Lehrer oder eine spirituelle Lehrerin oder auch eine Weisheitslehre, der du dich selber widmest, nun für dich, deine Entwicklung und deinen Lebensweg wichtiger werden. Mit dem Jupiter im Aszendenten möchtest du jetzt expandieren, möchtest du wachsen, ja, möchtest du vorwärts marschieren mit deinem Weg, möchtest du dich auch entwickeln. Aber klar, dieser starke Saturn ist damit drin und bremst aus. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass sich beide im ersten Haus befinden, denn so kann Saturn nicht zu stark ausbremsen, weil auch noch der positive Ausgleich vom Jupiter da ist. Somit hat auch alles, was mit Glauben zu tun hat, aber auch mit Finanzen, einen wichtigen Einfluss auf dich und kann deinen Weg
wesentlich mitprägen in der Zeit, wo Jupiter hier am Wirken ist. Jupiter wird auch eine ganze Weile dich dort noch begleiten, genauso wie der Saturn. Und jetzt kommen wir zu den Planeten, die an und für sich nur diesen Monat deinen Aszendenten durchlaufen. Zum einen ist das der Merkur. Merkur und Jupiter sind die Planeten, die mit Wissen, Weisheit, Lernen zu tun haben. Also ein Monat, wo du unbedingt lernen willst, wo du Informationen haben willst, wo du an Weisheit gewinnen willst, wo du zu einem höheren Verständnis kommen möchtest. So kannst du Kurse besuchen oder du liest Bücher oder du schaust dir Videos an, egal wo du deine Informationen bekommst. Du willst lernen, du willst wachsen, du willst deine Persönlichkeit besser kennenlernen. Du willst Informationen haben, mit denen du deinen Weg besser, effektiver gestalten kannst. Deine eigenen Talente, deine Kreativität, deine Fertigkeiten können jetzt auch eine größere Rolle für dich spielen, in dem Sinne, dass du sie mehr ausleben willst auf deinem Weg oder dass du sogar Energie in sie investierst, um da noch besser zu werden. Auch Kommunikation. Alles, was mit dem Intellekt zu tun hat, kann jetzt verstärkt in den Vordergrund treten und eine Selbstständigkeit kann jetzt auch eine Rolle spielen bezüglich deines Lebenswegs. Der Merkur ist rückläufig und zwar bis zum 21. Februar. Das heißt, keine gute Zeit, um zu reisen. Wenn du Reisen unternehmen willst, vor allen Dingen Kurzreisen, Merkur zeigt ja Kurzreisen an, dann ab dem 22. Februar. Des Weiteren haben wir die Venus im ersten Haus, und zwar vom 2. bis zum 25. Februar. Die Venus ist der Planet der Liebe, der Partnerschaft, der Partnerin bei einem Mann. Und so kannst du jetzt, wenn du ein Mann bist, mit deiner Partnerin, wenn du in einer Beziehung bist, enger verbunden sein. Du kannst Unterstützung von ihr erhalten oder für Mann und Frau spielt jetzt eine Beziehung eine wichtigere Rolle. Ja, hat einen größeren Einfluss auf deinen Lebensweg. Oder wenn du Single bist, dann denkst du vielleicht, ja, es wäre doch gut, mein Leben mit einer Partnerin oder mit einem Partner verbringen zu wollen. Die Venus steht auch dafür, dass du mit dir selbst jetzt besser in Beziehung treten kannst, dass du dir selbst mehr Gutes tun kannst, dass du dich um dich selbst jetzt besser kümmern kannst. So viel Selbstliebe, wie du für dich selbst hast, kannst du dann auch an einen anderen Menschen oder an deinen Partner oder an deine Partnerin weitergeben. Also gönn dir auch ruhig etwas Gutes in diesem Monat. Etwas Schönes, was dich anspricht, was dir gut tut, was auch immer das in deinem Fall sein mag. Das ist auch ein Ausdruck, ja, von eigener Wertschätzung für dich selber. Die Sonne ist ebenfalls im Aszendenten. Die Sonne steht für dein Ansehen, für deinen Status, für deine Karriere. Und die Sonne zeigt jetzt an, dass auch auf deinem Lebensweg, deine Lebensausrichtung, dass du die jetzt beleuchtest, auch in Verbindung mit deiner Karriere, in Verbindung mit deinem Beruf, in Verbindung mit deinem Ansehen und deinem Status. Du siehst schon, sehr viele Lebensbereiche stehen jetzt hier auf dem Tablett bei dir mit deiner Ausrichtung, ob es die Liebe ist, ob es deine Talente sind, ob es der Beruf ist, ob es der Glaube ist. Also ganz viel möchte jetzt beleuchtet werden, gesehen werden und wie du damit weitergehst künftig. Die Sonne im Aszendenten kann auch bedeuten, dass du jetzt mehr Führung übernimmst, dass du mehr Verantwortung übernimmst. Dann im letzten Drittel im Februar haben wir die Sonne im zweiten Haus. Die Sonne verlangt auch immer Opfer ab in den Bereichen, die sie beeinflusst. Das bedeutet, dich um deine Verantwortungsbereiche zu kümmern oder deinen Lebensunterhalt zu verdienen, dich um deine Ressourcen zu kümmern. Dafür wirst du jetzt auch etwas opfern müssen. Die Sonne steht auch für deine Inspirationen. So kannst du aber auch Inspirationen haben, wie du
deinen Lebensunterhalt besser verdienen kannst oder wie du dich um deine Verantwortungsbereiche kümmern kannst. Und es können auch Verpflichtungen auf dich zukommen, die mit dem Vater zu tun haben. Die Sonne repräsentiert den Vater. Ja, und zum Schluss noch den Neumond. Der Neumond ist am 11. Februar. Er wirkt in etwa einen Tag vorher, einen Tag danach. Und da kann dir etwas bewusst werden, was mit deinem Lebensweg zu tun hat, was mit deiner Persönlichkeit zu tun hat, was mit deinem Körper zu tun hat, wo du vielleicht noch nicht so gut gemacht hast. Das heißt, der Neumond bringt dir zwar etwas ins Bewusstsein, aber etwas, was du vorher noch nicht so gut gemacht hast, dann kannst du es ja korrigieren. Aber um es korrigieren zu können, wirst du dafür auch etwas anderes gehen lassen müssen. Er gibt, aber indem er dir auch etwas abverlangt. Gut, du siehst also das erste Haus, dein Lebensweg, deine Lebensausrichtung. Deine Lebensausrichtung in Verbindung mit vielen Lebensbereichen. Deine Persönlichkeit, die sich durch die verschiedenen Bereiche ausdrücken will. Deine eigene Entwicklung. Dein Körper. Das sind an und für sich die großen Themen bei dir im Februar. In diesem Sinne bin ich am Ende angekommen. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Noch einmal die Erinnerung, wenn du mehr Informationen haben willst zu deinem vedischen Beruf und Berufungshoroskop, dann klick bitte unterhalb dieses Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link. In diesem Sinne noch einmal alles Liebe, alles Gute und auf bald.